Ja, Angelika, Olivenöl in die Bratpfanne? Ja, genau. Wie viel? Oh, reicht. Nicht so reichlich. Guck mal, ich bin schon hier am Radieschen schneiden. Kann ich auch schon was schnibbeln? Ja, kannst du mir helfen? Ja. Genau, Radieschen. Je nach Größe. Du siehst ja, es sind sehr große, die müssen wir vierteln. So. Ja? Mhm. Nicht schlecht. Scharf? Nee. Okay. Mild. Hm. Fast zu schade zum in die Pfanne tun, oder? Nee. Kennst du überhaupt Radieschengemüse? Nee, überhaupt nicht. Ich kenne das nur im Salat, so geschnibbelt und so. Das ist was ganz Tolles. Ja. Wirst dann sehen, das braten wir. Kann ich da schon reintun? Ja, kannst schon reintun. Guck mal, meine Portion auch. Jep. Und hopp. Schon heiß? Ja. Ja. Da. Komm. Voilà. Nächste jetzt, auch gleich. Ja. Jetzt ein bisschen wenden, nicht, im Olivenöl. Mhm. Und dazu können wir gleich, ich habe noch hier so Kräuterseitlinge mitgebracht. Also diese Pilze da, ja. Schau mal, die sehen fast aus wie Steinpilze. Die tun wir dann gleich dazu. Einfach gleich rein. Ja. Ja, das ist ein tolles Rezept, so richtig schön einfach. Ja. Man kann die natürlich auch weglassen, aber ich finde, der Geschmack ist gerade noch besser mit den Pilzen. Man kann auch noch Shiitake rein tun, wenn man möchte. Das ist eine andere Pilzsorte. Das ist eine andere Pilzsorte. Schau, die hier noch. Der letzte Schwung. Ja. Ups, so. Einer ist daneben. Ja, haben wir schon wieder drin. Immer. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, wir sind hier schon voll im Fett. Eine ganz lustige Kombination, ich kenne die gar nicht. Auf gut Deutsch gebratene Radieschen mit Kräuterseitlingen, einem ganz edlen Pilz, der wächst aber auf Holz, gell? Auf Holz, genau. Ja, da bin ich ja gespannt. Und was kommt noch rein? Pfeffersalz, Pfeffer aus der Mühle. Hier hast du da. Hier haben wir ein bisschen Salz. Tu das mal selber rein, dann weißt du ungefähr wie viel. Ja, ungefähr auf diese Menge so einen halben Teelöffel. Jawohl. Weil durch das Salz wird das in den Radieschen enthaltene Senföl, kommt dann so ein bisschen raus. Ach, das ist das Scharfe vom Radieschen. Das Scharfe von den Radieschen, ja. Und das, die werden mild. Die werden ganz mild, wirst du nachher überrascht sein. Sie kennen das ja wahrscheinlich, wenn man die Radieschen im eigenen Garten hat, wenn sie dann da sind, sind sie in riesen Mengen da, man weiß gar nicht wohin. Ja, und das wäre jetzt eine tolle Lösung dafür. Ja. Gut, ja, ich denke, das reicht. Jetzt können wir den Deckel drauf machen und vielleicht ein bisschen zurückschalten. Ich tue das vorne auf die kleine Herdplatte. Ja. Jetzt dämpfen die ein bisschen. Ja, und jetzt? Ja, wir machen Reisröllchen. Reisröllchen. Mhm. Aber der klebt nicht, ne? Das ist also kein Sushi-Reis oder sowas? Nein, das ist kein Sushi-Reis, das ist ganz normaler Basmati-Reis. Aber wir machen so eine Bindung. Dickere Soße. Aha. Also 2 Esslöffel Weizenmehl, 1 Esslöffel Maismehl. Maismehl. Das können wir verrühren. Maismehl. Das ist quasi statt Ei, ja? Statt Ei, genau. Aha. Und damit die sich auch noch erhöht, diese Klebebindung, nehmen wir etwa so 3 Esslöffel Hafersahne dazu. Okay. Das gibt dann so eine schönen dicken Brei. 1, 2. Ja, ich rühre mal. 3 und fertig ist der Brei. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Ne? Ja, ja. So, dass es wirklich eine schöne dicke Konsistenz hat. Ja, wie so eine Creme. Und das bindet uns den körnigen Reis dann zu. Ja, man kann auch Mineralwasser spritzig nehmen. Vielleicht noch eins. Noch einen, dann wären es 5. Hm? Ja. Manchmal braucht man für das Weizenmehl etwas mehr Flüssigkeit. Ja. Aber so sieht doch gut aus. So richtig schöne, dicke Masse. Ja, da machen wir jetzt Gewürze rein. Oh, da muss noch was rein. Ja, genau. Ein bisschen Rosmarin. Muss man in diese, das sind da diese Tannennadeln, das kennen Sie so wahrscheinlich, ja? Oregano, Thymian. Thymian. Also so richtig so ein bisschen die italienischen Einmal Kräuter. Einmal durch den Kräutergarten. Ja. Basilikum. Ja. Auf gut Deutsch alles, was man im Gewürzregal alles findet. Genau. Ja. Wie viel Salz? Gut, ja, super. Kommt halt darauf an, wie salzig der Reis ist. Und einen halben Esslöffel Gemüsebrühe. Yep. Das ist immer eine gute Grundlage. Aber, so.
Und wenn man hat, frische Kräuter. Ich habe hier schon so Zwiebelschlotten, die eignen sich ganz gut. Und frische Petersilie. Also, magst du ein bisschen Petersilie packen? Ja, klar. Auch wieder mit Olivenöl. Ja. Aber da braucht man schon ein bisschen. Ja, Holz da braucht man nicht. Und die kleinschneiden hier. Ja. Also von den Kräutern her, wie gesagt, frische Kräuter, wenn sie da sind. Und ansonsten geht es auch mit getrockneten, je nach Geschmack, wie man es haben möchte. Schau mal, ich tue das schon wieder rein. Yep. So, super. Yep. So, und jetzt umrühren. Kannst du gleich den Reis schon mal rein tun. Gar nicht so ja, sonst ohne. Bindet es ja gar nicht, sonst fällt uns nachher der Reis. Wie viel? Klebt doch. Klebt schon von vornherein. So, vermisch mal. Yep. Dann sehen wir es auch, ob es reicht. Also das ist wieder mal nach Gefühl. Es muss einfach gut binden. Ja, das sieht aber gut aus. Du. Ja. Eieiei, schau dir mal das an. Das funktioniert sogar. Ja, und es backt auch schön. Ja, wunderbar. Perfekt. Diese Radieschen, kann mit denen irgendwas passieren? Ja, muss man mach mal reingucken. Hoch. Guck mal. Gut, schön. Lass mal ruhig das Kondenswasser drin. Bisschen umrühren. Ja. Und dann machen wir noch ein bisschen, ein paar Spritzerle Zitronensaft rein. Ja. Du wirst dann sehen, warum. Aha. Da bin ich ja gespannt. Jetzt kommt der große Augenblick. Die werden wieder rot. Jetzt einfach vermengen. Ja. Schau dir mal das an. Die werden wieder rot. Jetzt können wir den Deckel wieder drauf machen. Ja. Das kann jetzt noch so währenddem wir da unsere Wir machen jetzt die Reisröllchen. Ja. Willst du das mal probieren? Ja. Ich so wie die Nockerl. Nockerl. Also man nimmt zwei Löffel. Ja, genau. Batzt das so drauf hier. Und jetzt einfach rein. Ja, einfach rein. Wunderbar. Man kann es natürlich auch richtig als Röllchen machen. Ne? Ja. Da muss man die Finger, die nass Hände machen nass und so. Machen und zwischen beiden Handflächen rollen. Aha. Aber damit hier unsere Hände nicht so batzig werden, machen wir es lieber mit dem Löffel. Machen wir das so, ne? Genau. Und muss man da irgendwas Spezielles beachten oder so? Nein, eigentlich nicht. Wir machen sie so hellbraun, ne? Also nicht ganz dunkel werden lassen, weil das Maismehl neigt natürlich dazu, schnell anzubräunen. Ja. Also noch eins hier. Genau. Jetzt müssen wir auf die Nockerl ein bisschen achten. Lass sie ruhig. Ich würde sie ein bisschen wenden. Weißt du was, ich habe in deinem Kühlschrank eben war doch das noch Gyros. Das würde ich ganz gerne noch dazu machen. Ja, dann machen wir es kurz warm. Ja. Brauchen wir Öl? Geht's ohne? Ein bisschen. Ein Hauch. Ein Hauch, genau, weil hier ist ja Öl dran. Ich nehme das mal. Ja. Also zur Erklärung zu meinen Kühlschrankreserven hier. Also Gyros ist Weizeneiweiß. Weizenfleisch, Gyros, aber lecker gewürzt, so richtig, wie man es kennt. Deftig, damit es richtig was hergibt. Ja. Genau, jetzt würde ich mal schauen. Die würde ich jetzt mal wenden. Das erste Mal wenden. Ja, genau, die haben jetzt die richtige Farbe. Schön knusprig geworden durch das Maismehl. Ja. Ja, das tun wir noch ein bisschen hier. Das ist schön. Wie bei Rösti, wenn die Ränder gebräunt sind, dann kann man sie wenden. Reste gibt es einfach nicht in der vegetarischen Volksküche. Es wird alles in die Pfanne gehauen, was daherkommt. Genau. Man kann auch Gemüse noch reintun, was man gerade hat. Jetzt beginnt ja auch die Sommerzeit, da gibt es die Fülle an Gemüse. Ja. Nicht? Also denen sind ja keine Grenzen gesetzt. Das duftet ja schon ganz sieht herrlich. Gut aus. Ja, die sind doch gut. Die sind jetzt fertig. Die sind fertig. Könntest du vielleicht zur Seite stellen und können wir uns nochmal dem Radieschengemüse widmen? Ja. So. So. Ja, das sieht lustig aus, diese Farbe. Ja. Erinnert einen eher an was Süßes. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt? Also, wir mal gucken, ich würde sagen, die Gemüsebrühe noch. Oder? Ja, ein Tick so. Damit es auch noch gut deftig ist. Gerade so. Etwas von der Hafersahne. Ah ja. Dann haben wir noch ein bisschen Soße dazu. Genau. Also unterrühren,
Wir können noch was Grünes da reinmachen. Ja. Was hältst du noch von Petersilie? Ich habe immer gut. Petersilie ist so schön farbig und bunt und zu allem noch fürchterlich gesund. So. Muss man ja nicht ganz fein machen. Schau. Ja, wunderbar. So. Fertig. Fertig. Schön. Was anrichten. Geht's los. Zuerst die Radieschen. Ja, wir nehmen ein Blatt Salat. Ja. Ich habe hier noch so Kopfsalat. Bisschen Deko. Ja, das sieht immer toll aus. Gell? Und da machen wir das Radieschengemüse so drauf. Die Hälfte vielleicht. So, ja. Passt. Passt. Wunderbar. So. Als nächstes die Reis. Ja, die Hälchen. Reis. Magst du die rausfischen? Ja, ich mach. Dann halte ich mal die Bratpfanne. Die mal da rein. Aber knusprig. Da. Ja, und die schmecken. Und der Duft von den Kräutern, das bringt es wirklich. Also ja. Und als letztes das unser Gyros. Da können wir noch ein bisschen Auge. Ja, Deko hier machen. Ich denke, das reicht. Ja, das sieht toll aus. Ja, und dann haben wir auch noch ein bisschen Petersilie. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, wie schnell das heute ging. Hälfte aus dem Kühlschrank, irgendwelche Reste gezaubert. Und das Tollste finde ich wirklich Radieschen als Gemüse. Da bin ich gespannt, wie die schmecken. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir lassen es uns hier schmecken. Tschüss. Tschüss. Super, schmeckt fast wie Kohlrabi, aber noch interessanter als ich. Aber nicht mehr nach Radieschen.